startet direkt die nächste Folge mit, was brauche ich denn? Ja, ich brauche 88 Energie, die habe ich. Ich treffe mich mal mit den Freunden in Hogwarts, das ja immer noch abgeriegelt ist, das darf ja keiner raus. Stimmt, wir waren letztens in Hogsmeade, obwohl Hogwarts abgeriegelt war. Geht doch nicht. Naja. Dann. Hey Cody, lange nicht gesehen. Ja, das stimmt, Sir Drake. Du siehst ziemlich niedergeschlagen aus, Cody. Das passt zu dir. Ja, danke, Beatrice. Das erzähl es niemandem, aber meine Oma hat mir Obst geschickt, das ist nicht ganz legal ist, sozusagen. Wieso, weil wir keinen Kontakt zur Außenwelt haben dürfen? Ach, sind wir jetzt hier im Lagerkoller? Weil wir ja nicht raus dürfen, haben wir jetzt hier im Innenhof alles aufgestellt. Na, was sagt denn Penny dazu? Cody, es kommt mir vor, als hätten wir uns seit Ewigkeiten nicht gesehen. Wir waren doch letztens in Hogsmeade auf der Party, obwohl wir in Hogwarts hätten eingesperrt sein müssen. Du hättest bestimmt aufregende Abenteuer ohne mich, da bin ich mir sicher. Hat es etwas mit er zu tun? Erzähl uns alles! Ich bin einfach nur hier und da und tue normale Dinge, wie immer. Nichts zu vermelden, ganz bestimmt nichts über er. Mist, ich hatte gehofft, dass du mit Karay auf irgendeiner dringenden Mission unterwegs bist. Ich hatte mich heute Morgen mit dir in der Bibliothek verabredet, aber sie ist nicht aufgetaucht. Du glaubst doch nicht einfach, dass sie in Schwierigkeiten schickt, oder? Karay hat sich im verbotenen Wald verlaufen, weil es hat irgendwas mit den Pflichten als Schutzsprecherin zu tun, glaube ich. Verlaufen, du meine Güte! Karay hat eigentlich einen tollen Orientierungssinn. Ich würde mir um sie keine Sorgen machen. Mit ihr schien alles in Ordnung zu sein. Das klingt nach einer Ausrede, wenn du mich fragst. Karay hat bestimmt irgendetwas zu verbergen. Ich bin mir da nicht so sicher. Sich im Wald zu verlaufen, kann jemandem den Tag verderben. Ich wette, Karay hat sich das ausgedacht, um sich vor dem Lernen zu drücken. Das klingt nach etwas, das du tun würdest, Jay. Aber Karay lernt für ihr Leben gern. Vielleicht hat sie unsere Verabredung einfach vergessen. Was denkst du, Cody? Hat mir Karay eine Ausrede aufgetischt? Cody? Tut mir leid, was hast du gesagt? Ich wollte mich gerade rückwärts ins Wasser platschen lassen. Du scheinst ziemlich neben der Spur zu sein, Cody. Bist du dir sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist? Ja, ich hab halt gerade echt viel um die Ohren. Ich weiß, was du meinst. Ich kann auch kaum an etwas anderes denken als an meine Utze. Meine Mutter macht mich einen Kopf kürzer, wenn ich keine guten Noten habe. Genau, die Utze. Richtig. Die jede Menge Druck und Zukunft und so. Es kommt nicht oft vor, dass du dir solche Sorgen um die Schule machst, Cody. Aber ich weiß genau, wie du dich von den Prüfungen ablenken kannst. Mit erstklassigen Gerüchten. Und als Königin der Gerüchte helfe ich dir gerne. Du wirst dich bestimmt besser fühlen, wenn du die neuesten Neuigkeiten gehört hast. Okay. Dann höre ich mir mal die neuesten Neuigkeiten von Penny an. Hoffentlich hat sie keine Gerüchte über mich gehört. Das wäre ungünstig. Deine Gerüchte sind allesamt nur Klatsch und Tratsch, Penny. Ja, wenn's was über mich ist, ist es auf jeden Fall Klatsch und Tratsch. Wir bekommen heute einen neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wer? Den will ich sehen. Irgendetwas hat unsere Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste letzte Nacht einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Okay. Unsere Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste ist ohne Erklärung abgehauen. Oh. Bill wurde von Pringles abberufen. Was ist da los? Ein neuer Lehrer wird keinen großen Unterschied machen, würde ich sagen. Ich könnte einige unbekümmerte Neuigkeiten gebrauchen. Und ja, neuer Lehrer, das ist auch spannend. So, meinst du dazu, Beatrice? Verbreitet Penny schon wieder Gerüchte? Sie hört wohl nie damit auf. Nee, auf keinen Fall. Und Diego, belauscht dich. Bitte erzähl niemand von dem Obst, das mir meine Oma geschickt hat. Nein. Was macht Cedric da? Hallo Cedric, wie geht's dir? Wäre es seltsam, wenn ich mich mit einem Ravenclaw Erstklässler anfreunden würde? Nö, wieso sollte das seltsam sein? Wer ist... Ah. Ist das, verliebt sich Cedric gerade in Cho Chang? Warte mal, war Cho Chang ein Jahr weiter als Harry? Ich weiß gerade gar nicht. Wenn Cho Chang ein Jahr weiter als Harry war, spricht Cedric von Cho Chang. Ich muss das gleich googeln. Aber erstmal will ich wissen, was Penny hier zu sagen hat. Ich hab nee, das wusste ich schon. Nee, dann google ich das jetzt erst. Also, Cho Chang, einmal bei Potterwiki eingeben. Potterwiki Cho Chang. Cho Chang ist ein... Ja, sie ist eine Rangstufe über Harry! Das bedeutet, das ist Cho Chang! Cedric lernt gerade Cho Chang kennen! Boah! Hier, epischer Moment. Epischer Moment. Toll, ja. Hört zu, ich sage nicht, dass Filch in einem Kassenbett schläft, aber ich sage auch nicht, dass es nicht so ist. Ja gut, und ich gehe jetzt mal in das Video. Nee, da war noch was Neues. Ach, egal, ey.
Boah, wir bekommen ein Learn, deren Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil der jetzige letzte Nacht davongelaufen ist. Niemand weiß, was unseren alten Herren verkraut hat, aber Dumbledore hat über Nacht Ersatz angefordert. Und zwar ab heute. Und was ist mit Bill? Seit dem Einbruch bei Gringotts hat Bill ziemlich viel zu tun und macht Überstunden als Fluchbecher. Gringotts wird ihn bald auf eine lange Reise schicken. Er wollte mir allerdings nicht verraten, wohin. Wissen wir irgendwas über den neuen Lehrer? Wie heißt, woher er kommt? Kommt schon. Ich habe einige Nachforschungen angestellt, konnte aber noch nichts herausfinden. Die Identität des neuen Lehrers ist ein gut gehütetes Geheimnis vorerst. Damit können wir sicher sein, dass es eine interessante Person wird. Das klingt, als hätten wir ein brandneues Geheimnis zu lüften. Hoffentlich geht es diesmal nicht um Leben oder Tod. Da bin ich bei uns nie ganz so sicher. Ja, und? Was ist los, Cody? Grübelst du immer noch über die Utze nach? Ich bin nur von unserem neuen Geheimnis abgelenkt, schätze ich. Nun, dann hast du Glück. Gleich haben wir Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das bedeutet, dass wir die Antwort auf unsere Frage in Kürze erfahren werden. Du hast recht, Benny. Das hätte ich beinahe vergessen. Lass uns schnell zum Unterricht gehen und herausfinden, wer unser neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste sein wird. Ja, ist das jetzt direkt nächste Aufgabe? Ach, in 3 Stunden erst. In 3 Stunden. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen warten. Schade. Aber dann kann ich jetzt endlich was denken. Habe ich hier wieder was freigeschaltet? Nee, diesmal nicht. Dann sage ich jetzt auch wieder Tschüss, over and out.